Hey und herzlich willkommen zurück, ich bin's, euer Spooky. Herzlich willkommen zu Naruto Ultimate Ninja Heroes 3. Ja, im letzten Part haben wir das Training beendet mit Kakashi und Sakura. Wir mussten auch am Schluss nochmal gegen Sakura privat kämpfen. Sie wollte eine kleine private Show haben. Und die haben wir auch gemeistert, meine Freunde. Ja, Prolog haben wir abgeschlossen. Jetzt nicht zu 100%, weil man da auch noch was kaufen musste. Aber müssen wir ja jetzt nicht machen. Ich werde das ganze Spiel jetzt auch nicht zu 100% machen, weil da müsste ich jetzt auch alles kaufen. Und ich werde auf jeden Fall alle Kämpfe machen, aber alles kaufen werde ich wahrscheinlich nicht, weil mir jemand schon geschrieben hat, dass die Preise ziemlich hoch gehen am Schluss auf 25.000 und so, und so lange zu farmen, ja, ist sinnlos und das wollt ihr eh nicht sehen. Also von daher machen wir weiter, und zwar mit dem zweiten Akt, und zwar Rettung des Kasekage. Zwei Mitglieder der Akatsuki, und das wird drei Akte haben, und das wird auf jeden Fall schon heftig, meine Freunde. Ja, ich würde mal sagen, fang mal an, ich bin leise. Aha, es kommt ja nicht mal was. Wahrscheinlich kommt erst jetzt was, wenn ich drauf drücke. Ja, dann bin ich jetzt leise. しかもる元気そうで何よりじゃねえか。おお、久しぶりだな。ってわけで、ようやく修行が終わってさ。で、3年ぶりに帰ってきたのか。と、それより、お前今回の中忍試験はどうすんだ。中忍試験？いや、俺らの同期で中忍になってないの、 じゃあ、さくらちゃんも？そうよ。ついでと言っちゃなんだが、一級上のネジと砂隠れの連中はもう上忍だ。な、なに？それじゃあ、あのガーも上忍？いや、あの人はちょいと特別だ。特別？ Rettung des Kasekage. Akt 1. Zwei Mitglieder der Akatsuki. Okay. Ja, Naruto war ja natürlich so mega abgeschottet, dass er nicht mal mitbekommen hat, dass Gaara einen ziemlich hohen Rang bekommen hat. Für die Leute, die es jetzt nicht genau wissen, ich werde jetzt auch nicht sagen, es müsste aber eigentlich bekannt sein, Leute. Also besonders bei euch, unter meinen Naruto-Fans, unter meinen Anime-Fans, müsste es natürlich bekannt sein, was Gaara für einen Rang hat. Aber das sehen wir natürlich noch alles. Machen wir gleich die erste Mission. Gewinne mit vorgegebenen Ninjas. Was oder irgendjemand zu verlieren? Also ohne irgendjemand zu verlieren, alles klar. Mission starten. Bitte nicht so ein Rennspiel, ey. Ich will nur mal kämpfen. Den Kampf gewinnen. Yay! Was? Ich gegen die zwei oder was? Ja, lecken! Ey, warum steuert er nichts? Achso, ich bin Shikamaru. Hä, wer bin ich denn jetzt? Ah, ich bin Shikamaru. Ich dachte gerade schon. Ich habe gerade nur auf Naruto geguckt. Ja, fangen wir mal an. Erwischt. Oho. Shit, und gleich nochmal. So, Shikamaru spielt sich jetzt gerade nicht supi. Shuriken, was ist das? Boah, jetzt ist er hinter mir, ey. Natürlich muss ich das Spiel erst noch so ein bisschen lernen. Also, ich bin noch so in der Testphase. So, das sind Shuriken, springen und schlagen. Okay, und das ist Chakra, dann weiß ich das jetzt auch. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Da merkt ihr schon, die Kämpfe werden auf jeden Fall schon schwieriger jetzt. Ich werde jetzt auch mal meine Ulti einsetzen. Die wollt ihr ja bestimmt auch sehen. Fuck, ich habe ihn nicht erwischt, aber jetzt. Nein, das war mein normales Jutsu. Ich will meine Ulti machen. Aufstehen. Erwischt. Hoho. Kreisdreieck X, ja, gewonnen. Das müsste gewonnen sein. Bitte, bitte, bitte. Ja, eindeutig gewonnen. Ja, also
dieses Jutsu sieht auf jeden Fall in Naruto Storm viel, viel, viel besser aus, aber das kann man auch nicht vergleichen mit einem PSP-Spiel, also bitte. Viele haben ja natürlich auch geschrieben, das Spiel wäre kacke und macht das nicht und so. Aber Leute, alles, was ich anfange auf diesem Kanal, beende ich auch, sofern ich es auch mega scheiße finde. Aber dieses Spiel finde ich nicht scheiße, deswegen werde ich es auch weiterhin machen. Viele haben natürlich auch geschrieben, es ist hammergeil, mir gefällt es richtig aus meiner Kindheit. Und einer hat sogar geschrieben, dass er ein Jahr für dieses Spiel gebraucht hat. Was ich mich frage, was hat er in diesem Jahr gemacht? Also, bist du eingeschlafen, mein Freund? Hä? Viele haben natürlich auch geschrieben, kannst du Naruto, ich glaube Naruto Storm Impact oder wie das heißt, machen? Kann ich natürlich auch machen, meine Freunde, aber eins nach dem anderen, weil jetzt kommt erst das hier, dann kommt dazu noch One Piece, also ich werde dann zwei Projekte haben und danach können wir ja mal schauen, ob ich Impact mache oder nicht. Aber es kommt auf jeden Fall, versprochen. So, Ninjutsu, aktiviert Ninja-Hund-Beschwörung im Kampf, ja, wahrscheinlich für Kakashi, aber nicht für mich, also Naruto. Ja, kaufen trotzdem mal. Also wenn es so in dem billigen Preis bleibt, dann kann man es sich noch kaufen. Also, ansonsten könnt ihr mich mal. Ja, machen wir weiter. Yudan sun ja ne so de idara. Aite wa Jinchūriki da kara na. Oira no jutsu wa subete geijutsu da. Sore ni chanto junbi wa shite kite iru. ま、サソリの旦那は見てればいい。あんまり待たせんなよ。一尾主角の人中力。砂漠のガーラか。どんなものか楽しみだ。 Ja, Hiroko haben wir jetzt freigeschaltet. Das ist doch Sasori, also diese Puppe. Seine Puppenform. Ja, den können wir auch spielen. Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Machen wir weiter. Taktik. Verbessert Tempo von Spieler 1 leicht. Ja, wie ist denn das? Habe ich jetzt die ganze Zeit Taktik? Also ist das dann immer aktiviert oder muss ich das einzeln aktivieren? Ich glaube, ich muss mal gucken, wie man das einsetzt. Story, Taktik benutzen. Ja, bla bla bla, das kann weg. Offensiv? Ah, okay. Die müssen wir wahrscheinlich so einsetzen und dann zählt die für einen Kampf eben oder so. Ja, dann werde ich das so machen, dass ich die für Bosskämpfe oder so benutze oder hier Sprung 1, dass ich die zum Beispiel für so ein Minispiel benutze. Ja, so machen wir das auf jeden Fall. Also werde ich die Taktiken eher so bei der letzten Mission immer von einem Akt einsetzen und dann müsste das Ganze auch klappen. Jo, so machen wir das. Mission annehmen. Sunagakure wird bedroht, aber der Kasekage hat bereits etwas gegen die sich nähernde Akatsuki unternommen. Er hat sich angewichst. Oh yeah. Kampf gegen den Deidara. Jetzt muss ich mit Gaara kämpfen. Oh yeah. Also Gaara habe ich bis jetzt immer gehasst in jedem Spiel. Mal gucken, wie es in dem Spiel sein wird. Also Gaara ist absolut nicht so mein Fall. Wie steht's mit euch? Schreibt's mir in die Kommentare.潜入成功。ん。ほう。よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風影ってとこか。その頃も、お前が勝つ気か。へっ。オイラたちのことはしっかり伝わっているみたいだな。 Ja, jetzt geht der Kampf los. Den Kampf gewinnen. Es gibt keine weitere Option, Leute. Wir müssen gewinnen. So. Hä, was ist denn das für ein rotes Gedöns da, was da gerade war? Habt ihr das gerade gesehen? Ach so, das ist eine Verbindung zwischen mir und Kankuro. Denn wir sind schwul geworden. Okay. Diese rote Verbindung, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Also, wenn ihr das wisst, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich bin da wirklich offen für sowas. Also, ja. So, und erstmal hier ein paar Sandbällchen werfen. Haha, wir sind wie im Kindergarten, werfen Sandbällchen.
So, toll, jetzt hast du mein Item geklaut, scheiß Kanguru, ey. So, eine Ulti werde ich natürlich auch einsetzen. Ich versuche immer mal einmal die Ulti einzusetzen. Und ja, müsste auf jeden Fall gehen. So stark ist er jetzt auch nicht. Babab, steh auf und normal. Erwischt, ey. Hammer. Kreis X. Perfekt. Müsste klappen. Natürlich wird es am Schluss noch schwieriger und noch schneller. Also, das wird unglaublich, meine Freunde. Das wird unglaublich. Also, könnte kotzen manchmal dann. Also, ich weiß noch, an früher, da habe ich mich total aufgeregt, wenn ich verloren habe. Weil das einfach so schwer wird. Wie das Ganze jetzt laufen wird mit dem Controller, weiß ich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall besser. Denn ich habe bei PSP war es ja, habe ich früher öfters abgekackt. Irgendwie wegen der Steuerung, weil ich bin bei der PSP immer so... Da habe ich immer so ein Problem gehabt. Immer, auch bei der PS Vita aktuell. Da kann ich zum Beispiel gar keinen Shooter drauf spielen, weil... so krüppelig, ey. Naruhodo. Koizu wa chotto amaku misugite ta ka. Kedo. Shimatta. Gara. Okay, Kankuro ist leicht verletzt, so ein bisschen. Ja. Ja, läuft auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall wie Sahne. Okay, wie warum Sahne? Ich hab keine Ahnung. Kakashi Set. Nee, sowas kaufe ich nicht. Das ist total sinnlos. Wir gucken uns eh keine Videos an. Von daher bringt das nicht. So, eine Mission machen wir noch. Starte eine Serie von Angriffen und setze dabei alle notwendigen Mittel ein. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich da machen soll. Egal, ich mach's einfach mal. Ich werde wahrscheinlich eh wieder failen, wie in jedem Part. Also das ist ja natürlich üblich jetzt, gang und gäbe. Wir werden jetzt mal Deidara benutzen. Den Meister der Tonkünste, sag ich jetzt einfach mal. Gegen Kakashi. Oh je. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt. Eine Reihe von Serien, den Kampf gewinnen, 10 Treffer-Kombo erzielen. Och nö, gibt's solche Missionen auch noch? Ja, super. Ich weiß jetzt nicht, ob Deidara eine gute Wahl war, aber wir testen das mal. Ja, toll, ich habe eine 5er-Serie. Wie soll ich denn das hinkriegen? Nochmal, warte mal. 2, 4. Toll, das klappt ja niemals. Ja, 7, 8. Nein, Penner. Ich werfe einfach so. Ja, nein. Oh, willst du mich verarschen? Ich werfe jetzt einfach Schuriken. Das klappt so. Ey, du kannst mich so. Ich weiß nicht, klappt auch Ulti? Wir versuchen es mal. Vielleicht klappt das ja auch. Vielleicht zählt das auch. Oh, bitte, wenn das zählt, das wäre so schön. Das müsste eigentlich zählen, oder? Da gibt es ja auch eine Kombo-Anzahl. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hoffe es. So sehr. Kritisch, ja, toll. Alles schön kritisch. What the fuck, das war eine. Ey, ich könnte kotzen. Hier. Der wirft... Oh Mann! Leute, ich schaffe das niemals. Wie soll ich denn das gewinnen? Was ist das denn? Okay, das ist nur eine Siegerserie. Scheiße, Mann. Das sieht doch schon... Ja, ich hab's geschafft. Ja, wie geil ist die Attacke denn? Ja, wie geil. Und gleich nochmal hier, weil es so schön war. Perfekt. Wir können ja auch mal mein normales Jutsu machen. Das habe ich auch noch nicht gemacht, glaube ich. Oder doch, das habe ich ja schon gemacht. Das ist dieser Drache, der da kommt. Pupum, scheiße. Das war fail. Lass mich in Ruhe. Bist böse. So, hab gewonnen. Ja, Leute. Also, wie gesagt, Deidara ist genauso scheiße hier wie in Storm auch. Also, das ist gang und gäbe. Also, die Entwickler haben irgendwas gegen Deidara. Die können ihn einfach nur scheiße gestalten in jedem Spiel. Er ist einfach scheiße. Da gibt es nichts dran zu ändern. Er ist scheiße. Ganz einfach. Naja, Leute.
Was ich euch auch noch sagen wollte, ich finde es richtig geil von euch, dass ihr dieses Spiel so feiert. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr das so feiert. Also nicht schlecht. Die Taktik können wir uns noch angucken. Die können wir auch noch kaufen. Jo, passt alles. Wie gesagt, ich finde es richtig awesome von euch, dass ihr das echt so mega feiert und dass ihr so Bock auf dieses Game habt. Ich hoffe, das ist genauso weiterhin für euch, auch wenn ich jetzt gerade noch faile. Das war aber bei Anfang von Watch Dogs auch so, ich faile in jedem Let's Play am Anfang, aber dann wird es immer besser und besser und ich werde immer besser und besser. Deswegen geduldet euch und ja, schreibt es mir in die Kommentare, lasst vielleicht ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns auch im nächsten Part. Ich bin euer Spooky, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.